Herzlich willkommen zu dieser 39. Folge von Europe Calling. Europe Calling ist das Diskussionsformat, was versucht, Menschen aus europäischer Verantwortung, wie in der EU-Kommission heute oder auch im europäischen Journalismus, mit den Bürgerinnen und Bürgern in direktes Gespräch zu bringen. Europa ist viel näher, als es viele denken. Und gerade meine Erfahrung ist mit der Europäischen Kommission, wenn wir das Maß an Bereitschaft, mit den Bürgern zu reden, in deutschen Ministerien hätten, wären wir schon einen Schritt weiter. Ich war deshalb sehr froh, dass Wolfgang Philipp sofort zugesagt hat, sehr direkt zugesagt hat, er ist der Leiter des Krisenmanagements im Gesundheitsbereich, Referatsleiter dort und wird uns heute hier erklären, was Europa macht, was nötig ist, wo wir derzeit stehen. Und ich bin auch besonders froh, dass wir mit Angela Mauro eine prominente Journalistin haben, die aus Brüssel in Italien berichtet für die Huffington Post. Sie ist uns schon lange aufgefallen durch viele kluge Artikel, auch gerade zu dem Verhältnis Italien und den europäischen Institutionen. Sie ist jetzt in Rom und kann uns aus erster Hand berichten, wie derzeit das europäische Krisenmanagement dort wahrgenommen wird. Und das Ganze wird möglich gemacht durch unsere wunderbare Alexandra Gese, die ebenso wie ich Europaabgeordnete der Grünen in Nordrhein-Westfalen ist. Und wir haben das Glück, sie war früher Übersetzerin, professionell im Europäischen Parlament und zwar natürlich auch für Italienisch und Deutsch. Und sie wird das, was Angela auf Italienisch sagt, parallel übersetzen und zwar auf Deutsch natürlich. Und das findet sich dann in einem Google-Pad, das ich gerade eben noch mal in den Chat geschrieben habe. Dort könnt ihr parallel mitlesen und Alexandra wird ihr Bestes tun, alles zu erfassen, so gut das geht. Und Angela muss versprechen, langsam Italienisch zu sprechen, was nicht so einfach ist. Und dann will ich natürlich noch eins sagen. Vorab, bevor es losgeht, diese Webinare sind immer der Ort, vor allem erstmal der Bürgerinnen und Bürger. Eure Fragen sollen im Vordergrund stehen. Die bekommen wir sowohl hier über den Chat. Ihr könnt sie hier hineinschreiben. Und da wir so viele heute sind, je weniger Grußnachrichten am Schluss dort vermittelt werden, sondern Fragen, so eher haben wir eine Chance, da halbwegs den Überblick zu behalten. Aber ein bisschen gute Stimmung muss schon auch noch sein in all diesem Corona-Irrsinn. Und zum Zweiten könnt ihr auch immer, wenn ich das dann frage, mit dem Handsymbol signalisieren, dass ihr sprechen wollt. Und das müsst ihr parallel, dann auch um dem Chat anmelden. Und dann wird mein ebenso wunderbarer Mitarbeiter Maximilian Fries aus Düsseldorf euch das Wort erteilen, der das alles hier übrigens wie immer wunderbar managt. Und will ich noch eines sagen, das alles hier wird aufgezeichnet, sodass auch diejenigen, die es heute nicht geschafft haben, sich einzuwählen, etwas davon haben. Das bedeutet natürlich auch an alle, wenn ihr nachher was sagt, werdet ihr auch sichtbar und hörbar, auch später, das solltet ihr wissen. Zu guter Letzt will ich natürlich noch eins sagen, für uns als Grüne ist bei diesem Thema natürlich zentral, wir wollen auch in der ärgsten Krise Europa zusammenhalten. Wir möchten, dass Hilfe sichtbar wird, sowohl was die medizinische Seite angeht, den Gesundheitsbereich, als auch den Bereich, den wir heute weniger diskutieren können, nämlich die Frage des Geldes, der Finanzen, der Stabilität unserer Währung. Das ist für uns wichtig. Wir sagen das in Deutschland, wir sagen das auch auf europäischer Ebene. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir darüber heute diskutieren. Ich würde jetzt gerne direkt das Wort geben an Wolfgang Philipp. Er hat eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich hoffe, das Einblenden klappt jetzt und er wird uns einführen. Nein, da steht nur, so funktioniert's. Nein, das sind nur, lieber Max, ich sehe nur Erklärungen, aber keine Präsentation. Wir warten kurz.
Die Kollegen sehen die Präsentation. Sehr schön, ich nicht. Das funktioniert offensichtlich nicht für die Moderatoren. Herr Philipp, Sie haben das Wort. Beginnen Sie einfach. Wir können es leider nicht sehen. Du musst da reinquatschen. Wie macht man neue Namen? Das verstehen wir nicht. Ich verstehe nicht, was ist neue Namen? Das finde ich doch gut. So, wir laden gerade noch mal neu, dann können wir nämlich auch diese Präsentation selbst sehen. Das macht Herr Philipp auch gerade und dann kann er vortragen ohne weitere Probleme. Nicht wundern, der Ton ist noch da. Das gilt auch für alle anderen, wenn Sie... So. Herr Philipp? Wo ist Herr Philipp jetzt bitte? Na? Max? Max, warum sagst du das, wenn ich frage? Man hört aber dich nicht, du musst dann was sagen, wenn ich frage. Man hört dich nicht. Nein, man hört dich nicht. Und Wolfgang Philipp ist weg.
Und warum? Wie, aber ich muss ihn doch hören. Ich höre ihn nicht. Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da. Nein. Was ist das? So. Herr Philipp, Sie sollten jetzt die Präsentation sehen. Sagen Sie doch bitte nochmal was. Aha, jetzt funktioniert's. So, jetzt einfach beginnen. Also. Ja. Die sind nicht nur, ja, nach der Nummerierung im System. Gut. Troppa gente forse.
Pandemia.
Herr Philipp, ich fürchte, wir werden Schwierigkeiten haben zu dem Thema, was tut Europa konkret, was hat es nicht getan, in einem vernünftigen Zeitrahmen noch zu kommen. Sie sind jetzt etwa 20 Minuten dabei, nur so als Feedback. Ja? Alles gut. Ja. Ich bin jetzt hier beim Measures. Welche Seite ist das, Herr Philipp? Ah, okay, zwei Slides. The European Response EU Agencies oder welche Nummer? Okay, the European Response EC Services, right? Okay, ja, mit der Europakarte und der China-Karte, okay.
So, lieber Herr Philipp, vielen Dank für diese direkte Einsicht in, was die Kommission im Bereich Ihrer Generaldirektion macht. Was Sie nicht verfolgen konnten, parallel haben ganz viele der zuhörenden Bürgerinnen und Bürger schon ganz viel kommentiert. Und ganz grob, was da gesagt wurde, ist vielleicht sag mal, im Kern Hinweise auf all das, was jetzt nicht gesagt wurde. Dazu muss man sagen, sowohl die Generaldirektion Gesundheit als auch Herr Philipp in Person ist natürlich nicht für alles und jedes verantwortlich, was Europa theoretisch hätte machen können. Er hat geschildert, was in Ihrem Verantwortungsbereich passiert ist. Insofern sind die Hinweise im Chat, was alles hier nicht aufgetaucht ist, was man sich hätte vielleicht wünschen können, die sind sehr wertvoll, da kommen wir gleich drauf. Und deshalb ist es jetzt auch so spannend, von Angela Mauro zu hören, wie das aus Italien empfunden und erlebt worden ist. Angela Mauro ist, wie ich vorhin schon sagte, Journalistin für die Huffington Post, normalerweise in Brüssel, jetzt back to Rome. Sie wird auf Italienisch sprechen, übersetzt in diesem Fenster, das ich jetzt nochmal eingeblendet habe, könnt ihr dann der Schriftverdolmetschung folgen.
Und wir sind natürlich gespannt auf diese Frage, was hat die EU gemacht? Was haben die europäischen Partnerstaaten gemacht? Wie ist die Situation? Was hätten sich Bürgerinnen und Bürger gewünscht von den europäischen Partnern? Da sind wir gespannt auf den direkten Einblick von der geschätzten Journalistin Angela Mauro. Prego. Grazie. Grazie e ciao a tutti da Roma. Io sono qui e lavoro da casa, come la maggior parte degli italiani. Cercherò di parlare lentamente per dare il tempo ad Alessandra di tradurre e cercherò anche di essere breve, così dopo se ci sono domande magari possiamo approfondire. Io direi tre punti. Primo, una solidarietà europea che qui ci si aspettava di più. Sostanzialmente penso che la gente sia un po' delusa da quanto è stato fatto dagli altri stati europei. E faccio un esempio in particolare, la questione delle mascherine e la decisione della Germania e della Francia di bloccare l'export delle mascherine verso l'estero. E questa è stata una questione che anche oggi che è stata risolta, perché sappiamo che Francia e Germania hanno deciso di sbloccare l'export, ma comunque viene discussa molto sui social e c'è tanta gente che contesta la scelta della Francia e della Germania. Girano video e anche audio di gente che dice ci avete lasciato soli nel momento del bisogno. Questo per dire che penso che a livello abbastanza diffuso la gente si aspettava di più. Poi, ovviamente, in alcune, diciamo, sacche della popolazione, quelle più, come dire, più acculturate e più informate, c'è la consapevolezza che la Commissione europea sta facendo molto e sta spingendo molto sugli stati per gestire una situazione eccezionale. Questo c'è, ma non è ancora molto diffusa questa cosa. Ci si aspetta, perché ancora non si è arrivati a capire bene quello che succederà. E qui arrivo al secondo punto, dopo la solidarietà europea che evidentemente è mancata. Il secondo punto è il dibattito qui in Italia sta nascendo soltanto adesso, è la questione economica. Vale a dire, noi adesso stiamo spendendo, abbiamo fatto un decreto di 25 miliardi di euro già ora, il nostro deficit arriverà a oltre il 3% e come voi sapete bene non eravamo messi bene con i conti pubblici. Excuse me, Herr Philipp, man hört die Nebengespräche. Sie müssten das Mikrofon so lange ausschalten oder das möglichst einschränken, ja? Man hört das alles und wenn man versucht, dem Italienischen zu folgen, ist das sehr schwierig. Okay, prego, Angela. Va bene, quindi chiudiamo la telefonata? Okay. 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 Quindi dicevo, il problema sono le... è la materia economica, perché noi abbiamo appena fatto un decreto di 25 miliardi di euro per misure di emergenza e ce ne sarà un altro ad aprile. Il nostro deficit è già oltre il 3% nel rapporto con il PIL, quindi abbiamo già sforato i parametri. E ovviamente prima, si sa, non stavamo messi bene, abbiamo il secondo debito più alto dell'Eurozona e questo non ci aiuta. Ma comunque, al netto di questo, l'idea diffusa che c'è qui in Italia è che il coronavirus è una guerra che ha già asfaltato le regole europee su pareggio di bilancio,
3%, 60% del rapporto tra debito e PIL. Cioè, le regole del patto di stabilità che ci hanno governato finora sono già messe a dura prova. Alessandra, mi senti per la traduzione? Sono già messe a dura prova dalla situazione. E quindi quello che ci si aspetta, l'ha detto oggi anche il nostro. Excuse me, Sven, Alexandra is not hearing me for the translation. No? She hear me now. She's telling me on the phone. Here. Ah. Yeah. Surprising. She's very good in translating, but now she doesn't hear anything. So she needs to reload Aspetta. the system. Hey, what should I do now? Should I continue, Well, Sandra? Continue. actually, people, lots of people saying you should continue in English. Okay. I will tell her. Okay, I will try. Okay, I'll try to speak in English. My English is not perfect, and I'm sorry for this. It's very good. Okay, I just tell Alexandra I'm English. Okay, English. Okay, so I was saying our economic minister, our finance minister today, Gualtieri, said that we expect some European instrument to cope with this emergency. And they are thinking of many things. Conte yesterday at the video conference with the other European leaders proposed something which the Italian media have called the Corona bond, which is something like Euro bond, which means basically we share the risk of this emergency. And of course, this is an idea that Nordic countries don't like, but I want to tell you about the debate here in Italy. The debate is that we are in an exceptional situation, and the exceptional situation requires exceptional measures, and we have to think about these measures, and we have to think about European measures to cope with this emergency, because otherwise this will be the last challenge of the European Union, and after this, nothing, no European Union at all. And I'm very convinced of this. I'm convinced that this is a war which is more risky, more dangerous for Europe, the unity of our continent, more than ever, more than any other emergency, more than immigration, more than any other thing. So this is what we expect. And even though we know that our starting point was not good because our budget was not in rule with we were in a bad economic situation even before, but now we have this emergency. Today there have been 475 new deaths because of the coronavirus, 475 just today. The people who have con have been are ill because of COVID-19 are more than 28,000. Fortunately, there are more than 100,000, one sorry, 1,000 people who are not ill anymore. But anyway, the numbers are not good. Every day at 6 o'clock in the afternoon, we have the you know, there is a press conference on TV, on all TV channels. You should try to imagine the situation. People at home, most of them don't go to work. Some of them have to go to work for essential services, which can't be interrupted. And every day, 6 o'clock, they watch on TV the press conference with these terrible numbers, dramatic numbers. With a disease which is still concentrated in the north of Italy, which is the industrial part of our country, the more productive, most productive part of our country. And then I go straight to the third point, which comes after
Okay, European solidarity, economic response. The third point is the far-right anti-European movement. As you know, I think you know, that Salvini is the sovereignist, the nationalist. Salvini is still very strong in Italy, even though he is not at government anymore. And even though this emergency situation is not good for his propaganda, because he doesn't have so much space on the media, but it's not good for his propaganda, because people are attracted and really worried. But I think that if there is no a real European solidarity, people will turn to him, and this is it. Because people are starting, you know, claiming and asking. They want Europe to be close to us in this moment more than ever before. And if this doesn't happen, of course, the answer could be the political answer. Could be that one, could be anti-European movement, far right, extreme right, and this is it. For the moment, the government is doing, with some mistakes, is doing quite well, and our premier is very in the polls, is very appreciated for the moment. But then again, Europe needs to give us a hand, or maybe two. I would stop here. I don't know if there are questions, and we can go in details of everything. Grazie mille, Angela. Das waren wirklich natürlich frustrierende und schockierende Aussagen, die ich würde gerne eine Rückfrage noch stellen. Wie wurde erlebt, dass China Hilfen geschickt hat, die vorher Deutschland und Frankreich verweigert haben? Do you get translation? No. Okay, I will say it again in English. How was public reaction to the fact that China delivered medical supplies, which Germany and France have denied? So yeah. What was the public perception of that? Exactly. Thanks for the question, because this is a very important point. In that moment, when China sent us some doctors and some medical supplies, it was the same days in which France and Germany blocked the export to Italy of protective equipment. So that was just an example. People could see, could touch almost, that from China we could have some kind of solidarity and help, and Europe was not there for us. And this was even more, they were already shocked by the European response, but the fact that China in the same days decided to help us, of course, shocked people even more about the lack of European solidarity. Thanks for the question, because this is a very important point. Yes. First, I received now a whole number of questions, and one particular striking question, which was raised several times by people in this chat. First, I have to clarify, can I speak German again, or do you get translation, Angela, at the moment? Should I see on the link? No. Do you still have Alexandra on the phone? No, I don't have Alexandra anymore, because she couldn't hear me. I can now. Let's try. Let's see if she can hear me. Yeah. So, Alexandra, can you hear me now? Okay, now she can hear me. Now we'll get the translation. Okay. Philipp, die Frage, okay, die ich öfter gehört habe, war folgende. Nachdem in China die Krise schon so weit sichtbar war,
bis Ihre Maßnahmen, die Sie aufgelistet haben, kamen, dazwischen war ja eine Menge Zeit, wo man den Eindruck hatte, hier gibt es völlig unterschiedliche Reaktionen in den Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission, damit meine ich nicht Sie persönlich, sondern die Institution, hat nicht die Kontrolle übernommen mit einem starken gemeinsamen Plan. Wie konnte es sein, dass es so lange gedauert hat, seit dem Ausbruch in China bis zu den Maßnahmen, die Sie überzeugend dargestellt haben? Was läuft da nicht richtig? Mm-hmm. Shall I go in English or Italian, as you prefer? No, this was for Mr. Philip. Ah, okay, sorry. Okay. Vielen Dank. Wir versuchen uns alle kurz zu fassen, damit die Leute auch zu Wort kommen. Ich will eine Frage hier direkt aufgreifen, die hier im Chat gestellt wurde von Armin Grau. Frage an Herrn Philipp. Warum hat die EU keine Hilfe durch Ärzte, Pflegekräfte, Beatmungsgeräte und so weiter
an Italien koordiniert. Das war wahrscheinlich der Mechanismus. Ja. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die interessiert zugehört haben, die Möglichkeit geben, direkt ihre Fragen zu stellen. Dazu müsst ihr erst auf das Handsymbol und dann auf das Fragezeichen klicken. Und dann gibt mein lieber Mitarbeiter Maximilian Fries euch nach und nach frei. Bitte gerne, wer sprechen möchte, das Handsymbol und dann das Fragezeichen. Lieber Max, kannst du das sehen? Das Problem bei diesem System ist, dass es... Aha. Jetzt kommen wir Dietmar Ferger. So. Schaltest du frei? Ah ja, da tut sich was. Nicht gut. Ja, also ich wohne hier im Südwesten Deutschlands, direkt an der Schweizer Grenze, bin Mitglied im Kreistag und eben auch im Bereich Gesundheit. Was war denn das? Was passiert hier gerade? Wenn ich jemanden... Sven, hörst du mich? Ja. Ja, wenn ich jemanden freischalte, muss die Person auch noch klicken auf Kamera freigeben. Jetzt hier Maria Kleinschmeink. Ich hoffe, bei ihr funktioniert es. Maria. Du musst jetzt deine Kamera und dein Mikrofon freigeben und dann sollte es funktionieren. Ja, jetzt hören wir dich. Maria? Das war übrigens Maria Kleinschmeink. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages und zuständig für die Grünen und zuständig für Patientenrechte und Gesundheitspolitik. Und sie ist Abgeordnete aus Münster. Nur für Transparenz und bitteschön, Herr Philipp.
Please, ja, gib gerne weitere Fragen, lieber Max. Hab ich. Clemens Krämer ist jetzt gerade bei uns schon. Ja, Clemens. Guten Abend, Herr Philipp. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Meine Frage, die mich brennend interessiert, wie können wir von den erfolgreichen Strategien in südasiatischen Ländern lernen? Jetzt sehen wir aber Joachim Koch. Südkorea, Taiwan zu haben. Und wer immer eine Frage stellt, muss dann das erfolgreiche zum einen sein Mikrofon und oder Kamera freigeben. Dazu wird man aufgefordert und ihr müsst es auch selber anstellen im Rechner. Sonst funktioniert das nicht. Bitte nochmal versuchen bei Joachim Koch. Da sah das eben schon ganz gut aus. Ha, ihr hört Clemens, ich nicht. Das ist ja schön. Sorry, Herr Koch, Clemens, nochmal gerne. Ich halte die Klappe und wähle mich neu ein. Herr Philipp, vielen Dank. Ich versuche es noch einmal. Mich interessiert, wie wir lernen könnten von den südasiatischen Staaten, die es geschafft haben, mit Testen und Transparenz diese Epidemie doch erstaunlich gut bisher einzudämmen. Und wie schnell können wir diese Strategien lernen oder adaptieren für uns, um nicht auf unbedingt bis ein Impfstoff verfügbar ist, warten zu müssen mit diesem furchtbaren Lockdown, sondern vielleicht auch früher dort wieder rauszukommen. Dankeschön. Hört ihr mich noch oder nicht mehr? Wir hören nicht gut. Ja, ich kann euch nämlich nicht mehr richtig sehen. Das System ist wirklich überlastet. Max, ich muss dich bitten, hier verstärkt aktiv zu werden. Ruhig noch weitere Personen reinschalten. Gut. Ich kann nichts mehr richtig sehen. Der Browser spinnt. Gut, dann schalte ich jetzt einfach eine Reihe von Personen an und dann diskutieren wir weiter. Wer immer freigeschaltet wird, sieht dann eine Bitte um Freigabe der Kamera und des Mikrofons und dann natürlich immer auf OK klicken, ihr wollt ja reden. So, da sehe ja, hallo, können Sie mich hören? Gerion Hoppenkamps. Hoppenkamps, ja, ich glaube, Sie könnten sprechen. Ja, guten Abend.
Ich bin Arzt in Köln und wir haben hier inzwischen schon zwei Praxen, die in Quarantäne gegangen sind, weil wir keinerlei Schutzausrüstung für Allgemeinmediziner, für Ärzte jeder Fachrichtung haben. Und wo kriegen wir jetzt am schnellsten persönliche Schutzausrüstung, damit wir nicht bald alle Praxen geschlossen werden? Ja, wer auch immer zuständig ist, Herr Philipp, Sie können da wahrscheinlich am ehesten was dazu sagen. Danke. Ich würde gerne da kurz noch was zu sagen. Meine Liebste ist auch Allgemeinmedizinerin. Ich würde gerne noch was dazu kurz sagen. Meine Liebste ist selbst auch Allgemeinmedizinerin. Die gleiche Situation natürlich, nicht genug Schutzkleidung. Herr Giegold spricht. Können Sie bei sich mal im Browser kurz einmal F5 drücken, einfach mal kurz Ihr Fenster neu laden? Ich glaube, das würde bei der Verbindung helfen. Ich glaube, wir haben nämlich jetzt gerade irgendwie so zwei parallele Verbindungen. F5, da sind Sie kurz weg und kommen dann wieder rein. Genau, F5, genau. Super. Angela, do you still hear Sven when he speaks? Si. Yes. Yeah, I can hear you, yeah. Okay. Noch einmal mein Versuch dazu, etwas zu sagen. Die Situation ist genau die gleiche. Die Allgemeinmedizinerpraxen haben die richtige Schutzkleidung nicht oder auch viel zu wenig von den Ausrüstungsgegenständen. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin schlägt entsprechend Alarm, wie Sie das eben auch geschildert haben. Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, und da wird das jetzt ganz praktisch, hätte Deutschland in der Situation, in der wir sind, sagen sollen, wir schicken das Material dorthin in Europa, wo es am meisten Leben rettet, nämlich in Italien. Und ich glaube, bei medizinischen Gütern letztlich auch die große Zahl der Ärztinnen und Ärzte hätte gesagt, ja, lasst uns in Europa die Materialien bei Knappheit dahin schicken, wo sie am meisten Leben retten. Und das war die Situation. Die deutsche Politik hat sich nicht getraut, die Güter dorthin zu schicken. Und ich würde auch gerne mal von Angela Mauro hören, ob das so erlebt wurde, dass wegen der verzögerten Hilfsleistung in Italien Menschen gestorben sind. Das ist ja eine wirklich furchtbare Nachricht. Ma no, che siano morte delle persone perché la Germania non ha inviato i materiali mi sembra esagerato. La Germania poi ha deciso di non esportare le mascherine. I don't know, do I have to talk in English? Sorry, I forgot.
please. Alexandra, über Alexandra is translating, okay. But it works better. Yeah, Alexandra is translating. Okay. In English. Dicevo, mi sembra esagerato dire che sono morte delle persone perché la Germania non ha aiutato. Non ho sentito nessuno che dice questa cosa, tanto più che si è trattato del blocco dell'export delle mascherine, del materiale protettivo, non di altri macchinari che servono per tenere in vita le persone. Questo collegamento non c'è stato, potrebbe esserci se la situazione degenera, cioè se, come dicevo prima, non si percepisce che veramente gli altri stati europei ci stanno aiutando e noi stiamo aiutando loro. Cioè, se non si stabilisce questo scambio, può succedere di tutto, perché tenete presente che sono già 2 settimane più o meno che la gente è chiusa in casa. Essere chiusi in casa, non poter vedere i propri amici, non poter andare al cinema, non poter andare in palestra, non poter svolgere le attività normali, certe volte non poter vedere nemmeno i propri familiari, perché magari vivono in un'altra città e non ti puoi muovere. È una situazione di grande stress che finora si è cercato anche di scherzare, di ironizzare. Per fortuna noi italiani abbiamo questa capacità e sui social ci sono tante vignette, battute, barzellette, si ride anche molto di questa situazione, ma io mi chiedo fino a quando, perché è una situazione pesante e secondo me già tra una settimana potrebbe emergere il lato più negativo. E cioè un'insofferenza delle persone verso chiunque, verso gli altri, verso se stessi, verso l'Europa, perché no? Anche verso i paesi europei che magari non stanno mettendo in atto tutte le misure necessarie per fronteggiare questa emergenza insieme. Questo che voglio dire. Per cui, per tornare alla domanda, questa accusa ancora non è stata rivolta, non si è arrivati a questo. Io non ho sentito nessuno che lo dice. Però, ecco, c'è una grande richiesta di solidarietà europea, mai come in questo momento. Io capisco che tutti gli stati europei adesso pensano alla propria situazione nazionale. Però qui siamo a un bivio. Dobbiamo decidere se possiamo restare ancora insieme oppure no. Grazie. Alle, die das ein Problem mit dem Pad hatten, ich habe die Antworten aus dem Pad in den Chat kopiert. Wenn man also nach dem blauen Text sucht, könnt ihr die Antworten nochmal direkt nachlesen. Das hilft vielleicht ein bisschen. Lieber Max, du kannst gern noch weiteren das Wort geben. Mein Browser hat meine ganze Funktionalität zerstört. Ich bin zwar zu sehen und zu hören, ich kann aber sonst nichts tun. Okay, ja. Also an ist jetzt schon Julius Himmler und dann dürfen sich gerne auch noch weitere Menschen bitte melden und dann nehme ich nacheinander die Leute dran. Bitte Herr Himmler, wenn Sie reden können. Ja, hallo, können Sie mich hören? Ja. Okay. Ja, wunderbar. Ja, geht. Wunderbar. Also meine Frage wäre, ob denn die EU in irgendeiner Form in Moria oder anderen Camps aktiv wird, wo ja eine größere fünfstellige Zahl an Geflüchteten auf sehr engen Raum und vermutlich auch suboptimalen hygienischen Verhältnissen auseinandersitzt. Denn wenn dort eine Infektionswelle durchgeht, dann steht uns ja sicher die nächste wirklich große humanitäre Katastrophe ins Haus. Ich sehe fragende Gesichter. Ja, bitte, Herr Philipp, würde ich sagen. Ja,
Ja, also genau. Meine Frage war, ob die EU in irgendeiner Form in Moria oder anderen Camps aktiv wird, wo es sehr viele Flüchtlinge auf engem Raum unter wahrscheinlich suboptimalen hygienischen Verhältnissen zusammenleben, weil meine Befürchtung einfach ist, wenn sich das Virus dort ausbreitet, würde es sich sehr schnell ausbreiten und dann haben wir sicher eine große humanitäre Katastrophe. Ich würde dazu gerne Stellung nehmen. Herr Philipp, das ist sehr verständlich, aber ich will aus Sicht der Grünen im Europaparlament dazu konkret Folgendes sagen. Wir haben gestern Abend eine Kampagne gestartet mit mehreren Dutzend Prominenten unter dem Hashtag Leave No One Behind, auch Leave No One Behind.eu. Führt zu einer Webseite, die jetzt schon auf denen schon 50.000 Menschen zusammen mit diesen Prominenten gefordert haben, diese Flüchtlingslager zu evakuieren, weil es nicht akzeptabel ist, dass die Gefahr dort auch noch einzugehen, dass zu den katastrophalen Verhältnissen, die wir eh schon haben, jetzt auch noch der Ausbruch des Virus droht. Man muss ja auch sehen, dass all die Maßnahmen, die wir derzeit empfehlen, die auch Herr Philipp dargestellt hat, ja unter den Bedingungen eines Lagers, das für 3.000 Menschen ausgelegt ist und in dem 20.000 Menschen leben, gar nicht erfüllbar sind. Wie sollen sich dort die Leute desinfizieren und soziale Distanz halten? Für mich ist das Europas Schande. Und wir werden als Grüne alles tun, um den Druck zu erhöhen, dort zur Evakuierung zu kommen. Sie haben sicher auch gehört, dass heute leider die Bundesregierung das Umgekehrte getan hat. Sie hat signalisiert, dass sie die humanitäre Flüchtlingsaufnahme jetzt zurückfährt. Das ist das Gegenteil von dem, was nötig ist. Und ich danke sehr für die Frage und ich kann nur allen raten, bitte Leave No One Behind zu unterstützen und die Botschaften der vielen prominenten Influencer und so weiter zu verbreiten in den sozialen Netzwerken, damit wir diese Evakuierung schaffen. Vielen Dank. So, ja. Jetzt würde ich im Sinne der Quotierung gerne erst der Edith Eilinger das Wort geben. Edith, falls du sprechen kannst. Kannst du? Nein, das sieht leider nicht so aus. Edith, probier doch nochmal, ob du dein Mikrofon anschalten kannst. Da wirst du im Browser gefragt. Solange du das probierst, bitte Hilma Heyer. Ja, guten Abend in die Runde. Kann man mich hören? Ja, gut. Okay. Also meine Frage, Herr Philipp, danke für Ihre Ausführungen. Meine Frage geht nochmal in die Richtung koordinierter Aktivitäten der EU. Was ich vermisse, ist, dass die EU im Internet ihren Bürgern auf einer einheitlichen Plattform Informationen zum aktuellen Verlauf und auch zu medizinischen Maßnahmen gibt. Genauso wie ich es vermisse, dass von der EU-Seite aus die Staatslenkungen, Staatsführungen angehalten werden, im direkten Kontakt miteinander auch Solidarität und Beistand in den EU-Ländern zu leisten. Wir haben das heute Abend schon mehrfach gehört. Ich sehe jede Menge nationale Alleingänge, Aktivitäten, die auch sicherlich immer nach dem Verlauf der Epidemie oder Pandemie in den einzelnen Ländern stattfinden. Aber ich vermisse, dass man die EU als Ganzes sieht und darüber hinaus auch, wie die EU sich mit den anderen Ländern, die in der Welt betroffen sind, koordiniert und abstimmt. Wir haben so etwas wie Interpol, vielleicht müssten wir so etwas haben wie Medipol.
Ja, zugespitzte Fragen klären oft mehr als zu höfliche Fragen, aber Höflichkeit und Zuspitzung sind auch gar kein Widerspruch. Das war das, was ich hier versuchte. Ich will zum Schluss, wir hatten ja eine Zeit vereinbart, Sie sind auch stark gefordert, wir alle, eine Frage noch an Sie beide. Und zwar fragen sich natürlich, das kam jetzt noch schriftlich häufig, was bedeutet das jetzt in der Zukunft? Was lernen wir daraus? Was bedeutet das für Europa, für Italien? Was lernen wir daraus? Wie können wir beim nächsten Mal dort anders vorbereitet sein? Was ist dazu nötig? Mehrere fragten auch, brauchen wir mehr europäische Kompetenzen, um in dem Bereich effektiver und schneller zu sein und einheitlicher zu sein. Vielleicht beginnen Sie, Herr Philipp, und dann Frau Mauro.
Vielen Dank, Angela. Und gerne, wenn meine liebe Kollegin Alexandra sich noch einbringen möchte, gerne auch jetzt bei dieser Bewertungsrunde. Bitte. Io dico che quello che possiamo imparare tanto da questa esperienza, che può insegnarci tante cose positive, se vogliamo farlo. Per esempio, ci può insegnare che avere più Europa è una cosa che serve a tutti e ci, diciamo, ci fa da scudo rispetto al resto del mondo, ci caratterizza come continente e ci aiuta tutti. Possiamo imparare la solidarietà, possiamo imparare, diciamo, un modo di relazionarci positivo nei confronti degli altri. Siamo stati troppo abituati nell'ultimo periodo a sentire linguaggi di odio e possiamo imparare che evidentemente, questo la Commissione già ha cominciato a farlo, i tempi sono cambiati e c'è bisogno di un dibattito su regole nuove, parlo di economia. La Commissione, come sappiamo, già aveva cominciato a farlo, gli Stati membri anche, prima di questa emergenza. Questa emergenza è una spinta ulteriore in questa direzione, inventarsi delle regole nuove. Ultima cosa che dovremo imparare, e ne parlavo oggi con un eurodeputata italiana, il fatto che il Parlamento europeo è completamente impreparato a gestire questa emergenza. Non si sa se si può riunire per approvare, per esempio, le misure proposte dalla Commissione, approvate ieri dai leader europei in videoconferenza, e non ci sono meccanismi che prevedano un voto a distanza, come stiamo facendo noi adesso, cioè online. Non c'è nulla nei trattati su questo e non ci sono meccanismi, non ci sono strumenti per un voto elettronico che abbia validità. E questo è un bel problema, cioè nessuno in tutti questi anni ha mai pensato ad un'emergenza del genere che potesse mettere in crisi gli strumenti della nostra democrazia. Un dibattito del genere c'è anche in Italia, su appunto il Parlamento si può riunire o no. Lo riuniranno, secondo me, perché comunque c'è tanta gente che continua ad andare al lavoro, quindi anche il parlamentare lo farà. Però è un problema e questa è un'altra cosa che possiamo imparare da questa emergenza. Se riusciamo a superarla bene come Unione Europea, dotarci di strumenti per da usare in casi eccezionali come questo. Grazie, volevo ringraziare tutti per l'attenzione e per avermi invitato. Grazie mille. Thank you. My question is now, Alexandra, möchtest du jetzt noch etwas aus deiner Sicht hinzufügen? Danke für die Übersetzungen. Ich wäre sehr gespannt an deinen Einschätzungen, auch weil du die Verhältnisse in Italien, in Europa ja sehr, sehr gut kennst. Max, ist es möglich, Alexandra jetzt auch noch das Wort zu geben? Ich habe Alexandra soeben freigeschaltet. Alexandra, wenn du jetzt irgendwie kannst, in deinem Browser gehst, wo du da offen bist und dein Mikro und deine Kamera freischaltest, sollte es funktionieren. Aber Anja, hört mich? Ja, da passiert was. Ja, ist es okay? Hallo Alexandra, gut, dich jetzt auch zu hören, nicht nur zu sehen. Ja. Alles klar, prima. Ja, ich war jetzt sehr mit der Übersetzung beschäftigt, aber ich glaube, Angela Mauro hat mir mit ihren letzten Worten wirklich aus der Seele gesprochen. Diese Krise zeigt, dass wir mehr Solidarität brauchen. Ich glaube, für die Italienerinnen und die Italiener ist es wirklich sehr hart gewesen, zu erleben, dass gerade im Moment der Not dann ein Land wie Deutschland gesagt hat, wir stoppen den Export genau des Materials, das die Menschen da jetzt so dringend brauchen. Das ist natürlich keine gute Nachricht, denn wir wissen, dass die Italiener seit 20 Jahren auch um Hilfe mit den Flüchtlingen, die übers Mittelmeer kommen,
gebeten haben und das in Deutschland erst 2015 ein Thema wurde, als es uns selber betroffen hat. Und etwas Ähnliches erleben wir jetzt. Und ich glaube, das darf in Europa wirklich nicht noch einmal passieren. Was ich auch sehr wichtig fand an Ihren Ausführungen und was wir ja auch diskutiert haben, ist, dass gerade in der Krise die Politik nicht zum Stillstand kommen darf. Die Krise ist genau der Moment, wo Politik reagieren muss, wo Politik präsent sein muss, damit eben auch verhindert wird, dass Menschen denken, naja, in China, die haben das einfach so mit ein paar Anweisungen vom Staat und mit Zwang besser geregelt. Also ich glaube immer noch, dass Demokratien das bessere System sind. Und das müssen wir beweisen und dafür müssen wir aber als Politik, als Parlamente handlungsfähig bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch, wie Angela gesagt hat, jetzt sehr intensiv an den Mechanismen arbeiten, damit das Europäische Parlament handlungsfähig ist, genau wie die nationalen Parlamente. Denn ich glaube, wir sehen eine ganze Reihe von Entwicklungen, die beunruhigend sind. Herr Philipp hat zwar gesagt, ja, es wäre eigentlich solche Apps zu haben, wo man gezwungen wird, zum Beispiel zu sagen, man hat Symptome und alle anderen Handys werden aktiviert. Wir sehen aber auch recht beunruhigende Entwicklungen, zum Beispiel in Österreich oder auch in Deutschland, wo jetzt die Telekom-Unternehmen Bewegungsprofile ihrer Nutzerinnen und Nutzer an Institute, an Behörden, an Regierungen weitergeben. Das kann in einer bestimmten Situation sinnvoll sein, aber wir dürfen hier Politik nicht aussetzen. Wir brauchen trotzdem demokratische Kontrolle. Es muss klar sein, wozu diese Dinge dienen. Und das müssen alle Bürgerinnen und Bürger wissen und da gut informiert sein. So viel vielleicht zu meiner Seite. Aber ich glaube, der Appell an die europäische Solidarität und das gemeinsame Vorgehen ist am wichtigsten. Gerade was auch den Binnenmarkt angeht, wenn wir uns abschotten, wird nachher uns allen Material fehlen. Wir haben Wertschöpfungsketten, die über mehrere Länder, über mehrere Kontinente funktionieren. Und das kann man nicht einfach von einem Moment auf den anderen abstellen, weil es einem gerade in bestimmten Umständen nicht passt. Danke. Ja, das war übrigens Alexandra Gese, grüne Europaabgeordnete aus Bonn, die lange in Italien gelebt hat und auch zwischen diesen beiden Welten sich gut auskennt und wandelt und uns hier mit der Übersetzung geholfen hat. Ich will ein paar abschließende Bemerkungen machen. Erstmal meinen Dank an Herrn Philipp und Angela Mauro, dass sie sich diesem Experiment hier gestellt haben. Man muss sagen, es war auch ein Experiment, weil wir dieses Mal mit einer anderen Software gearbeitet haben. Und ich glaube, eins ist klar, das werden wir so schnell nicht wieder tun. Der andere Anbieter, mit dem wir vorher gearbeitet haben, war deutlich besser. Wir hatten hier viele Schwierigkeiten. Das zu entschuldigen. Trotzdem haben viele hier durchgehalten und das zeigt auch das große Interesse an dem Thema. Vielleicht kann man das ja in anderem Setting auch noch wiederholen. Es steht ja zu befürchten, dass diese Krise nicht so ganz schnell verschwinden wird. Ich will noch sagen, dass die Produktionsketten tatsächlich stabil sind in Europa und Arbeitsteilung das Prinzip des Binnenmarktes ist. Das heißt, wichtige Ausrüstungsgegenstände werden zum Teil eben in Europa gar nicht mehr produziert oder in einigen Ländern. Wenn Arbeitsteilung im Binnenmarkt das Prinzip ist, dann kann nicht nationale Grenzschließung im Moment, wo die Ausrüstungsgegenstände gebraucht werden, in der Krise das Prinzip sein. Entweder man macht europäischen Binnenmarkt oder und er funktioniert auch in Krisenzeiten oder man macht es eben nicht. Nach dieser Krise werden sich viele überlegen, braucht man nicht doch nationale Produktionsstätten oder Vorratshaltungen für bestimmte Güter? Das ist alles andere als effektiv und vermutlich am Ende auch nicht gerecht. Zudem muss sich Europa fragen, ob bei medizinischen Grundgütern, gerade auch bei Medikamenten und anderem, wir nicht Produktion in Europa brauchen und nicht darauf angewiesen sein können, ob Produzenten in anderen Ländern, gerade in China und Indien, gerade lieferfähig sind oder nicht. Auch was ich aus der eigenen Verwandtschaft von Ärzten höre, über die Nichterhältlichkeit wichtiger Medikamente, das ist einfach der Wichtigkeit des Rechts auf Gesundheit und Gesundheitsversorgung nicht angemessen. Dann denke ich, Alexandra hat alles gesagt und auch Angela Mauro zu den Effekten dieser Verweigerung von Solidarität in der konkreten Situation. Ich bin froh, dass die Einschätzung nicht ist, dass man direkter sagen kann, dass durch Leute gestorben sind,
Aber symbolisch für Europa war das natürlich ein Desaster. Ich möchte daran erinnern, dass das Gleiche in Serbien passiert ist. Serbien hat um Hilfe gebeten, China hat geliefert, die europäischen Staaten nicht. Und hinterher hat Herr Vucic sich öffentlich sehr bitter über diesen Mangel an europäischer Solidarität geäußert. Und das sind natürlich Punktsiege für das chinesische Modell, Gesellschaft zu organisieren, die wir überhaupt nicht wollen können. Denn Alexandra hat es gesagt, wir sind aus Überzeugung Demokratinnen und Demokraten. Und dann muss aber die Demokratie, auch wenn es darauf ankommt, solidarisch sein. Ich habe zu der Situation an den Außengrenzen schon was gesagt. Aus meiner Sicht ist es zentral, dass es uns gelingt, dass dort der Virus jetzt nicht zuschlägt. Im Übrigen sind die Zustände schon vorher auf den griechischen Inseln ein Problem gewesen. Wir werden Druck versuchen zu entfalten, dass diese Situation endlich gelöst wird. Und ich bitte alle, sich an der entsprechenden Kampagne Leave No One Behind. Vielleicht kann mein Büro den Link nochmal einblenden. Ich möchte jetzt noch ganz kurz politisch etwas sagen, was der Philipp nicht durfte, weil das nicht seine Generaldirektion ist, zu dem, was ökonomisch von Frau Mauro gesagt wurde. Sie haben ja vorhin gesagt in Ihrem Eingangsstatement, man brauche vielleicht so etwas wie einen Corona-Bond. Also das heißt, eine Garantie für die Finanzierung der Krisenfolgen, um zu verhindern, dass die Eurozone an der Stelle neu auseinanderbricht. Wir haben heute geschafft, als Koordinatoren im Wirtschafts- und Währungsausschuss, wo ich die Grünen repräsentiere, dass wir gefordert haben, dass der ESM eine Kreditlinie zur Verfügung stellt für die Staaten, die besonders betroffen sind von der Krise. Wir sehen, dass die Zinsaufschläge auf italienische Staatsanleihen, auch auf andere, deutlich angestiegen sind. Das heißt, dass die Länder, die jetzt die schwersten Krisenkosten haben, auch noch bestraft werden durch höhere Zinsen an den Kapitalmärkten. Das ist natürlich das Gegenteil von unseren Werten europäischer Solidarität. Eine hohe Schuldenquote, das kann man in Japan sehen, können Staaten ertragen, wenn die Zinsen sehr niedrig sind. Es kommt ökonomisch nicht darauf an, ob wir gemeinsam dafür sorgen, dass Italien dauerhaft niedrige Zinsen hat oder ob wir dafür sorgen, dass ein Teil der Schulden vergemeinschaftet. Für mich als Wirtschaftswissenschaftler ist das das Gleiche. Aber ökonomisch ist es vermutlich sehr viel einfacher, niedrige Zinsen auf Dauer für alle Euro-Staaten zu garantieren. Das fordern wir Grünen schon sehr lange. Und das ist nach dieser Krise vermutlich notwendiger denn je. Der Deutsche Sachverständigenrat hat dazu für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage hat vor einigen Jahren dazu einen sehr klugen Vorschlag gemacht, den Schuldentilgungsfonds, der dafür sorgt, dass alle Staaten einerseits mehr Kontrolle gegenseitig ermöglichen über die Wirtschaftspolitik, aber keine neue Austerität, stattdessen eine kooperative Wirtschafts- und Finanzpolitik, aber dann im Gegenzug die Garantie niedriger Zinsen, um von den hohen Schulden irgendwann herunterzukommen. Dieser Vorschlag wird nach der Krise aktueller denn je. Wir werden auch Probleme im Bankensystem bekommen. Und der Euro steht jetzt vor einer neuen Bewährungsprobe. Wir Grüne wollen alles dafür tun, dass er besteht. Wir kommunizieren diese Lösung auch gemeinsam im Europäischen Parlament. Und es ist wirklich notwendig, dass das Parlament arbeitsfähig bleibt. Und dazu muss es sehr schleunigst digitaler werden. Das ist bisher nicht. Die gleichen Probleme der Vorbereitung, die vorhin geschildert worden sind, haben wir im Europäischen Parlament auch. Daran müssen wir für die Zukunft arbeiten. Ich will eins zum Schluss noch sagen. Alle, die sich in den Kommentaren geäußert haben, mit einem gewissen Entsetzen, dass manche Dinge nicht so gut funktioniert haben, mögen eines nicht vergessen. Es sind nicht die europäischen Institutionen, die hier versagen. Dort, wo die europäischen Institutionen direkte Kompetenzen haben, funktionieren sie. Da, wo nationale Kompetenzen nicht vergemeinschaftet sind, haben wir überall große Probleme. Und deshalb ist das, muss man immer wieder sagen, und das sage ich auch an Herrn Philipp und die Kollegen, die arbeiten hart und kompetent, aber sie können nicht Entscheidungen treffen.
wie zum Beispiel sie hier angemahnt wurden, schnelle Einreisestopps und Ähnliches, für die sie gar nicht ausgerüstet sind, kompetenzmäßig. Das müssen die Mitgliedstaaten in zentralen Zukunftsbereichen der Kommission und den europäischen Institutionen übertragen. Aber man kann sie nicht für schuldig erklären für etwas, wofür sie keine Kompetenz haben. Das gehört auch dazu, Europa zu verteidigen, das den Populisten deutlich zu sagen. Ja, also bleiben Sie Europa gewogen. Trotzdem bleiben Sie vor allem gesund, bleibt gesund. Ich wünsche ganz besonders alles Gute an Angela Mauro. Wir fühlen uns stark betroffen von dem, was in Italien ist. Das ist nicht woanders, das ist unser Europa, wo dort die Leiden stattfinden. Auch in Deutschland, auch im Rest der EU kommt das an. Wir sind nur einige Tage hinterher. Deshalb lasst uns zusammenstehen, niemand zurücklassen, weder in unseren eigenen Gesellschaften noch an den europäischen Außengrenzen. Das sind die Werte Europas, die auch in den Verträgen stehen und die jetzt unter Beweis gestellt werden müssen. Vielen Dank und tschüss.